Liebe Mitstreiter, der IWF meinte schon vor einigen Jahren, wir Deutschen müssten über 67 Jahre hinaus arbeiten, um unseren Lebensstandard zu halten. Ich frage Sie, welchen Lebensstandard? Ist es nicht so, dass viele Renten nach einem arbeitsreichen Leben hier in Deutschland oft nicht auskömmlich sind? Flaschen sammeln und Minijobs bestimmen doch schon heute das Leben vieler Rentner hier im Lande. Während Deutsche bis zu einem Alter von 67 Jahren arbeiten gehen müssen, genießen Italiener schon 5 Jahre lang ihren Ruhestand. Die Deutschen liegen außerdem im Vergleich zu Spanien oder Italien, wie übrigens auch im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern, bei den Schlusslichtern, was Wohneigentum in Europa angeht. Die Deutschen waren schon immer Zahlmeister, die Nettozahler schlechthin. Und ja, liebe Zuschauer, die gutmütige, genügsame deutsche Mentalität wird von gewissenlosen Volksvertretern ausgenutzt und deren Politik unkritisch, ja willfährig sogar von den Medien begleitet. Zur Erinnerung. Von dem damaligen ehemaligen EU-Kommissar Verheugen stammt der Satz: Es geht immer darum, Deutschland einzubinden, damit es nicht zu einer Gefahr wird für andere. Manchmal verplappern sie sich eben. Wegen der Corona-Krise fordern nun Abgeordnete der CDU/CSU im Bundestag, den Mindestlohn in Deutschland abzusenken oder zumindest eine Erhöhung des Lohns im kommenden Jahr auszusetzen. Außerdem wird von einer 48-Stunden-Woche gesprochen. Wie Compact nun am 2. Juni 2020 meldete, soll im Gegensatz dazu den Spaniern bald ein Grundeinkommen von mindestens 462 Euro pro Monat zur Verfügung stehen, das bei mehrköpfigen Familien auf bis zu 1015 Euro steigen kann. In den Genuss der Gelder könnten all jene kommen, die unter dem Mindesteinkommen von rund 1000 Euro liegen. So weit, so gut. Deutschland soll sich nach dem Plan der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung allerdings in nicht unerheblichem Umfang am 750 Milliarden Rettungspaket für die Länder in Südeuropa beteiligen. Vorab, ich habe nichts dagegen, wenn Spanien und Italien für das Wohlergehen ihrer Völker sorgen. Das finde ich sogar richtig. Aber wie sind deutsche Politiker zu beurteilen, die daran mitwirken, die schlechter gestellten Deutschen dazu heranzuziehen, bessere Sozialsysteme im Süden Europas auszubauen und zu erhalten? Was ist von einer Bundesregierung zu halten, die sich nicht schämt, uns und nachfolgende Generationen hoch zu verschulden und es uns so unmöglich macht, Rücklagen für unerwartete zukünftige Herausforderungen zu bilden? Diese politisch gewissenlosen Menschen sorgen gerade dafür, dass der von ehrlichen Fachleuten wie Dirk Müller, auch Mr. DAX genannt, oder Markus Krall prognostizierte Crash natürlich zu Lasten der kleinen Leute erfolgen wird, indem ihre hart verdienten und eingesparten Euros schmelzen wie das Eis in der Sonne, liebe Zuschauer. Liegt das möglicherweise daran, dass viele Politiker keine eigenen Kinder und insofern keine Verantwortung für die Zukunft haben? Wenn Sie das auch so sehen, dann teilen Sie das Video und besuchen Sie meine Homepage.